Mahlzeit. So, ich habe gar keine Ahnung, wo die Kamera ist. Da irgendwo. Und wollte gerade mal so ein paar Sachen sagen, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind. Viele Leute, die hier meine Videos kennen, die kennen ja auch mein Facebook-Profil und meine darauf erscheinenden Statusmeldungen, die in der letzten Zeit grundsätzlich auch den Link list2020.de beinhalten. Einfach weil das für mich Sinn macht, das zu tun. Ja, ich habe ein Buch auf den Markt gebracht. Jeder andere, der sowas macht, bewirbt das dann auch. Deswegen ist trotzdem nicht alles, was ich mache, einfach nur Werbung fürs Buch, sondern ich denke mir bei vielen Dingen auch sonst noch so einiges, die ich schreibe. Und heute stand schon wieder so ein Kommentar darunter von wegen, dieses ganze spirituelle Gelaber geht mir auf den Sack. Das tut mir wahnsinnig leid, dass du es dann nicht schaffst, es einfach nicht zu lesen. Also wenn es dir so auf den Sack geht, dann frage ich mich, warum du überhaupt sowas liest. Jetzt bin ich wieder der Arsch, der es geschrieben hat. So, ja. Dabei war das überhaupt gar nicht unbedingt für jeden bestimmt. Also das, was ich schreibe, ist sowieso immer nur für die bestimmt, die da was mit anfangen können. Leider können viele Leute was in der Richtung damit anfangen, dass sie sich dann drüber aufregen. Oder noch besser über mich. Wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr das gerne machen. Mir ist das egal. Für mich wäre es halt reine Zeitverschwendung, mich über irgendjemanden aufzuregen, den dann auch irgendwie öffentlich unter seinen Posts irgendwie scheißegal. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieses ganze spirituelle Gelaber für mich weitaus mehr ist als einfach nur spirituelles Gelaber. Ich schreibe das auch nicht dahin, weil ich das gerade in irgendeinem Buch gelesen oder von irgendjemandem gehört habe und das ganz toll finde und das schön klingt oder so, sondern damit ich das lesen kann. Ich schreibe vor allen Dingen sehr viele Sachen ins Netz, die ich gerne lesen würde, aber wenn ich sie nicht reinschreibe, sie nicht finde. Zumindest nicht in meinen Worten. Sprich, für mich zu 100% verständlich. Sonst ging in dem Post mal wieder darum, dass wir die Welt so sehen oder so wahrnehmen, wie wir sie sehen, und dass wir uns in jedem Moment selber aussuchen, wie wir die Welt sehen. Da ist nichts dran zu diskutieren. Wenn man sich das nun mal 5 Minuten anguckt, sieht man das. Und da scheinen sich gerade, und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, gerade die Leute, die dieses ganze spirituelle Gelaber nicht mehr abkönnen, aber dennoch an spirituellen Themen sehr wohl interessiert sind, offensichtlich gerade nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass sie selber für die Auswahl ihrer Sichtweisen verantwortlich sind und niemand anders. Ich reite da jetzt schon seit ein paar Wochen vermehrt drauf rum, weil ich mir genau das eben seit einem Monat ganz explizit nochmal angucke. Weil ich halt eben auch herausgefunden habe, dass jedes einzelne Problem, was ich hatte, auf einem Ich will oder Ich will nicht basierte. Und dass diese Probleme sich lösen lassen, wenn man das Ich will wegnimmt. Ich habe das jetzt mehrfach durchexerzieren können
Und jedes einzelne Mal hat das funktioniert. Jedes Mal, wenn ich ein Problem hatte, habe ich es vor mir selber oder jemandem anderen geäußert und es dauerte nicht lange und es tauchte ein, ja, ich will aber oder ich will nicht auf. Außerdem habe ich halt eben das auch beobachtet, wenn andere das machen, da ist das genauso. Deswegen lade ich halt eben herzlich dazu ein, das mal zu beobachten. Statt einfach nur jetzt da ellenlange Texte mitunter drunter zu setzen, die alle überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, aber vollständig darauf ausgelegt sind, mir zu widersprechen. Ja, widersprecht mir so viel ihr wollt, solange ihr selbst die Ergänzungen erkennt, ist euch das unter Umständen sogar dienlich. Wenn ihr aber nur die Widersprüche seht, dann hängt ihr einfach nur in eurer dualistischen Sichtweise fest und habt keinen Zugriff zur anderen Seite. Ihr könnt also nicht ganzheitlich denken, weil ihr nicht ganzheitlich beobachten könnt. Das ist nichts Schlimmes. Nur ist es dann bescheuert, mich als einen Guru hinstellen zu wollen, das Thema kam jetzt auch schon wieder auf, weil ich das begriffen habe. Ich bin nun wirklich nicht spirituell fortgeschritten oder mehr wert als irgendjemand anderes, weil ich diese Erkenntnis hatte. Oder Erkenntnisse. Ja. Jeder von uns hat Erkenntnisse. Hoffe ich doch. Immer wieder. Also ich kenne keinen einzigen Menschen, der nicht irgendwann eine Erkenntnis hatte. Und wahrscheinlich auch mehrere davon. In dem Sinne, guckt mal selber, wie ihr mit dem umgeht, was ihr so wahrnehmt und inwiefern das, was ihr wahrnehmt, im Zusammenhang steht mit der Art und Weise, wie ihr es wahrnehmt. So, das hatte ich halt im Facebook quasi dazu angeregt und dafür gab es dann so ellenlange Kommentare darunter, wo ich wirklich mich gefragt, rede ich Chinesisch? Alles, was da drunter stehen hatte, hatte nichts mit dem zu tun. Also das, was an sogenannter Kritik, die ich angeblich nicht annehmen kann. Ich habe kein Problem damit, Kritik anzunehmen. Du solltest dann wenigstens was mit dem Thema zu tun haben. Und wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat, das ich gerade angeschrieben habe, weil mich das interessiert, dann dürft ihr mir bitte einfach nicht vorwerfen, dass mich euer Geschreibe da gerade nicht interessiert, weil es halt aus irgendwelchen Gründen, die ihr besser kennt als ich, unter meinem Post gelandet ist als Kommentar. Ja. Ja. So. Bisschen Logik. Einfach nur ein bisschen Logik. Ist auch so ein Ding, ne? Haben sie bei Star Trek, haben sie euch irgendwie drauf gebracht, dass Logik und Emotionen nicht zusammenpassen. Ja? Spock hat das riesen fette Problem, eine menschliche Mutter zu haben und einen vulkanischen Vater. Und jetzt muss er sich da sein Leben lang entscheiden, ob er jetzt emotional oder logisch denken und fühlen will. Und letztendlich ist Spock genau der, der in der Lage ist, dann als er sich entscheidet, zu sagen, so, es ist mir kackegal, ich kann beides, also wäre ich bescheuert, wenn ich nicht beides täte. Sein Vater gibt ihm noch den Rat dazu. Geht es nicht um Emotion gegen Logik? Das ist mir jetzt auch schon wieder vorgeworfen worden, weil ich das Wort so oft benutze.
ob ich denn keine Emotionen hätte. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Was hat bitte das eine mit dem anderen zu tun? Wieso sollen mich Emotionen, meine Emotionen, davon abhalten, logisch zu denken? Bloß weil das Usus ist, sich von seinen Emotionen so wegreißen zu lassen, dass man dann eigentlich überhaupt gar nicht mehr klar denken kann. Und bloß weil das alle um mich rum machen und ich das selber früher auch nicht anders kannte, weil man es mir nun mal eben so beigebracht hat, dann kann mich das heute, darf mich das heute nicht mehr stören, trotzdem ganz unbeirrt meiner Denkweise weiter zu folgen, so wie das jeder andere auch tut. Das Recht nehme ich mir jetzt einfach auch raus, so simpel ist das. Die Welt so sehen zu dürfen, wie ich das will. Jeder andere macht das auch. Jeder andere. Den ganzen Tag sucht sich jeder von selber aus, wie er die Welt sieht. Und ich habe mich nun mal einfach entschlossen, dass er eine schöne Welt sehen will. Und ich weiß, dass ich die nicht sehen kann, wenn ich das nicht tue. Deswegen gucke ich lieber auf den Frieden und nehme den wahr, als dass ich auf den Krieg gucke und den wahrnehme. Und das hat nichts mit Ignoranz zu tun. Ich weiß deswegen trotzdem, dass andere Menschen sehr wohl noch Krieg und Gegner und den ganzen Scheiß wahrnehmen. Aber ob ihr das nun glauben wollt oder nicht, in meiner Welt gibt es das alles nicht mehr. Einfach weil ich es nicht mehr so wahrnehme und es deswegen nicht mehr so wahrnehmen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, ich rede mit Kindergartenkindern. Das Problem ist, wenn ich mit Kindergartenkindern rede, dann verstehen die diese Sachen sofort. Aber wenn ich mit Erwachsenen rede, scheint das zu schwer zu sein, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und meine Wahrnehmung wieder selber. Ja, das bedeutet, dass man für die ganze Scheiße, die man in seinem Leben erlebt hat, selber verantwortlich ist. Aber das lohnt sich, Mann. Man glaubt überhaupt gar nicht, wie toll das ist, dann nämlich dann, wenn man das begriffen hat, einfach sehr, sehr viel Scheiße in seinem Leben einfach nicht mehr baut. Weil man das nur durch seine Urteile macht. Die Dinge, die passieren, sind weder scheiße noch gut. Die sind immer genau das, was wir einzeln selbst daraus machen. Gibt doch Leute, die fanden den Zweiten Weltkrieg gut. Gibt doch Leute, die finden den Obama gut. Gibt doch Leute, die finden den Obama nicht gut. Ist der Obama jetzt gut oder nicht? Das sucht sich jeder in seinem eigenen Kopf selber aus. So, und Obama kannst du ersetzen mit allem, was du benennen kannst. So, und ich könnte mich jetzt über den LKW da aufregen, wie scheiße der ist und wie bescheuert der fährt. Stattdessen sehe ich ihn einfach, akzeptiere, wie er aussieht und reg mich nicht drüber auf. Boah, scheiß Ignorant, du blöder Ignorant. Heißt es dann. Du kannst doch nicht ignorieren, wie hässlich der LKW ist. Doch, kann ich. Ich kann auch ignorieren, wie hässlich der Krieg ist. Und ich habe nicht gesagt, dass ich den Krieg nicht angucke. Ich sehe nur den friedlichen Aspekt des Krieges. Nämlich die Option, ihn zu beenden. Deswegen bin ich kein Ignorant, sondern habe eine Möglichkeit mehr als ihr. So, und das geht jetzt auch hier, dieses ganze Video, wieder nicht an alle von euch. Ja, hier sind ein paar bestimmte Leute angesprochen. Da sollte sich jetzt nicht jeder an die Nase gepackt fühlen. Sonst kommen wieder die Leute, die gerade gar nicht angesprochen sind, mit ihrem und haben schon wieder nicht verstanden, worum es geht. Weil sich persönlich angegriffen fühlen. Einfach, weil ich hier gerade laut denke. Wie kann sowas passieren? Wie kann es dazu kommen, dass jemand sich persönlich angegriffen fühlt, wenn jemand anders laut denkt?
kann ich euch sagen. Das sind indoktrinierte Denkweisen, die mitunter bis auf Blut vertreten werden, wo was anderes als das Gedachte gar nicht sein darf. Und wenn es dann doch ist, ist es Blasphemie oder Teufelswerk. Hauptsache, ich behalte Recht, sagt der Homo. Entschuldigung, der Homo sapiens. Der Homo superior sagt sowas nämlich nicht mehr. Aber den kennen noch nicht so viele. Die meisten halten sich ja immer noch für Homo sapiens und nehmen sich auch als solche wahr. Folglich denken die auch so. Aufrechter Gang, gebeugte Haltung. Und 95% aller Dinge, die gedacht werden könnten, dürfen nicht gedacht werden. Obwohl sie letztendlich von jedem gedacht werden. Also nicht von jedem, aber von irgendwem wird alles gedacht. Also aufgeteilt auf alle. Mitunter sogar ausgesprochen. Ja. Ja, wollte ich nur mal loswerden. Ich bin jetzt auf dem Weg nach München, habe ich die nächsten 4 Tage 4 Lesungen. Werde auf YouTube, vielleicht OkiTalk und auf jeden Fall hier auf YouTube hochladen. Wer möchte, kann es sich angucken. Aber ich bitte darum, mal wenigstens dafür, dass ihr meine Videos anguckt, selber die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon mal ein kleiner Anfang. Und nicht mir zu sagen, wie scheiße meine Videos sind. Ne, meine Videos sind nicht scheiße. Die sind genauso scheiße, wie dazu gut sind. Es gibt Leute, die da wirklich was von haben. Andere haben nichts davon. Auch wieder ein Beispiel für, wie jeder selber wahrnimmt, wie die Dinger sind. Aber wenn ihr es euch anguckt und dabei nicht drumherum kommt, euch zu entscheiden, sie scheiße zu finden, dann beschwert euch bitte nicht bei mir darüber, dass ihr eure Zeit verschwendet habt. Die Verantwortung müsst ihr selber tragen. Die kann ich euch nicht abnehmen, so gern ich das würde. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, auch nur eine Sekunde eurer Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt. Das habe ich auch überhaupt nicht nötig. Jetzt würde ich irgendwo Bomben legen oder so. Brauchen wir alles nicht. Anders als viele, viele andere habe ich Zeit. Viel Zeit. Ich lebe mein Leben allerdings auch in vollem Bewusstsein darüber, dass ich morgen tot sein könnte. Jeden Tag. Ich lebe nicht jeden Tag wie meinen Letzten, sondern als meinen Letzten. Ich bin nicht links. Ich bin weder links noch rechts. Kapiert ihr heute nicht. So, ich bedanke mich für dieses tolle Handy, mit dem ich die Aufnahme hier machen konnte. Und dass das Universum so toll ist und in meiner Welt schon mal keine Gegner mehr existieren. Ich das für mich geschafft habe. Ich bleibe nicht links. Aber ich fahre trotzdem da lang. Ist okay.